Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten verschlechtert sich Katrins Gesundheitszustand immer weiter. Zu Übelkeit und Schwindel kommen auf einmal weitere Symptome. Katrin beschließt, der Ursache auf den Grund zu gehen. Achtung, es folgen Spoiler. Nachdem Katrin Nasenbluten hat und ohnmächtig wird, lässt sie sich endlich im Krankenhaus untersuchen. Obwohl Katrin bisher Melanies Vorwürfe, Tobias habe sie versucht zu schwächen, abtut, keimt in ihr plötzlich ein schrecklicher Verdacht. Sie bittet Dr. Philipp Höfer, sie auf eine Vergiftung zu untersuchen. Und tatsächlich, das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung ist eindeutig. Katrin hat eine schwere Quecksilbervergiftung. Wurde Katrin also doch Opfer von Tobias Kontrollzwang? Wie wird sie mit der schockierenden Diagnose umgehen?